Das ist achte Scheiße. 48 minus 2 sind 46. Das war's. Sieg! Wir haben Schlag den Rab gewonnen. Das kann gar nicht sein. Tom hat gewonnen? Oh ja, Baby. Unser Sieg. Das ist die Entscheidung. Tom rastet vollkommen aus. Er hat es geschafft. Er hat gewonnen. Rekrutiere gar nicht mehr ein. Yay! Das ist mein Sieg. Ja, Leute. Wir haben es geschafft. Das war Let's Play Schlag den Raab. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Das wird Golems of Amgarak sein, von Dragon Age. Also Leute, bis zum nächsten Mal, haut rein. Und mit diesen schönen Jubelsequenzen hier, sage ich nur, wir haben den Raab geschlagen. Solltet ihr irgendwann wollen, dass ich das Ganze nochmal mache in einer Neuauflage, schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich freuen, weil das Spiel hat wirklich Spaß gemacht. Also es ist wirklich, dafür, dass es eine deutsche Billigproduktion ist, es ist wirklich gar nicht mal so übel. Muss man einfach mal so eingestehen. Das ist wirklich, es ist wirklich nicht schlecht. Also, es ist ein 0815 Spiel, aber es bringt die Stimmung von Schlag den Raab doch ganz gut rüber. Dafür, ich meine, ihr seht es selber. Die Grafik ist unter aller Sau. Aber wen interessiert das? Die Spiele sind schön gemacht und ja, es gibt bestimmt noch wesentlich mehr. Also wie ich gelesen habe, sind das so gut wie alle Spiele, die in TV Total, die in Schlag den Raab vorkommen. Nun gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt, Leute. Also, haut rein und tschuasen.